Etwas geschieht gerade, etwas Gigantisches. Und dazu werden wir heute die Plejaden hören. Sie werden uns das erklären. Sie werden uns auf einiges aufmerksam machen, was gerade geschieht. Also bleibe dran, es ist besonders wichtig heute. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Österreich, Schweiz und Deutschland vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung in der Bewusstseinserweiterung im Webinarbereich. Und wenn du immer die neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal. Herzlichen Dank dafür. Ja, und heute geht es um diese Veränderung, die gerade in der Welt, im Universum geschieht, und zwar energetisch. Die Plejader sind ja mit ihrer Wahrnehmung viel weiter als wir und haben einen ganz anderen Überblick. Und so können sie uns heute, denke ich, sehr gut Auskunft geben über die Energien. Sie beobachten ja die Erde und geben uns Ratschläge. Und wir befinden uns wirklich in einer sehr heißen Phase, weil ja auch gerade diese Portaltagszeiten sind, die ganz schön zusätzlich auch noch einheizen. Und wenn du so rausguckst in das Kollektiv, in die Gesellschaft, dann siehst du, dass da einiges los ist, einiger Hickhack los ist und auch da sich irgendwie Veränderungen einstellen. Das heißt, das ganze System ist am Umwälzen, am sich umwälzen und erneuern. Das wollten wir ja alle erreichen und ihr Lieben, wir sind mittendrin. Also das geht jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist tatsächlich ein Prozess. Und es betrifft ja auch die ganze Menschheit und von daher wird es immer wieder neue Formen annehmen. Und was uns aber am meisten, finde ich jedenfalls, zu interessieren hat, ist so die aktuelle Energie, die aktuelle Form, in der wir gerade stecken. Weil mit dieser aktuellen Energie müssen wir ja irgendwie zurechtkommen. Und dazu kommt jetzt dann nachher auch gleich eine ganz tolle Botschaft von den Plejadern. Viele Menschen haben vielleicht jetzt, also ich kenne es von mir, mal so ein ganz heißes Körpergefühl oder auch mal so ein kaltes Körpergefühl. Und das hängt auch mit dieser Energieumwandlung zusammen, mit diesem Aufstiegsprozess, in dem wir uns befinden. Das war jetzt neulich auch so im Webinar von Medium der neuen Zeit, Teil 4, hatte auch eine Teilnehmerin gesagt, oh, mir ist so richtig kalt jetzt geworden, was hat es denn zu bedeuten? Und dann konnte ich also so erklären, das war einerseits eine sehr hohe Energie, mit der wir gewirkt haben, weil wir ja mit den Archetypen gearbeitet hatten. Und andererseits war das aber auch eine Energie, die unser Bewusstsein gerade total ausdehnt und unterstützt. Und so, wenn man dann die Erklärung dazu hat, finde ich, kann man auch viel leichter jetzt gerade mit diesen Dingen umgehen, die ja die ganze Zeit um uns herum geschehen. Es betrifft wirklich diese Veränderung, die gesamte Erde, die gesamte Menschheit. Und wir gehen zusammen dadurch und bringen das Licht und halten das Licht. Das ist das Wichtigste. Es ist so von meinem Gefühl her, wenn ich in die Energien hineinfühle, so wie wenn sich die Zeitlinien verschieben würden oder vielleicht sogar, dass eine neue Zeitlinie entsteht. Und da möchte ich also dann auch gerne die Antwort von den Plejadern bekommen, was es zu bedeuten hat. Denn ihr wisst vielleicht die Zeitlinien, das ist immer das Zeitgeschehen, an welches die meisten Menschen denken. Also die manifestieren oder wir manifestieren immer eine Zeitlinie, die dann die größte Kraft hat und nach der sich unsere Zukunft oder unser Geschehen richtet. Und so für mich fühlt sich das tatsächlich so an, wie wenn da gerade eine Verschiebung stattfindet und dadurch sich nochmal eine große Veränderung einstellt. Und diese Veränderung bringt uns insgesamt nochmal mehr in den Wandel und ein Stückchen näher zu dem, was wir gerne möchten. Denn wir möchten ja, dass
die Erde aufsteigen kann. Wir möchten, dass endlich wir ja ein glückliches Leben haben, ja, einfach in der Fülle und in der vollsten Gesundheit zu leben. Das ist unser aller Wunsch. Und der Weg dorthin ist also manchmal auch holperig und stolperig. Ich habe jetzt als Hintergrundvideo habe ich so ein bisschen das Universum ausgewählt, auch mit Stolpersteinchen, die halt so da im Universum herumfliegen. Und gerade denke ich, das wäre sehr passend auch für die plejadische Energie, weil da haben wir ja auch das blaue Licht und können uns dann da so ein bisschen besser noch hineindenken. Diese Veränderungen, die anstehen, werden unser Bewusstsein immer mehr ausdehnen. Das ist auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite ist es aber auch ziemlich anstrengend. Und gerade anstrengend für die Aura ist es anstrengend, weil die muss ja immer alles oder möchte immer alles im Gleichgewicht halten. Und auch die Energie, die über der Aura liegt, das ist auch alles, was ja so zu uns gehört. Und auch das möchte unser ganzer Energiekörper unbedingt einfach immer im Gleichgewicht halten. Und deswegen geht es uns manchmal so oder manchmal so. Da müssen wir einfach durch. Und jetzt freue ich mich schon sehr auf die Erklärungen, auf die Botschaft von den Plejadern. Und ich stimme euch jetzt schon mal ein. Geliebte Menschenfamilie, um die Botschaft der Plejada zu hören, möchte ich dich gerne energetisch vorbereiten, damit du die Energien und die Worte so tief aufnehmen kannst, wie es dir möglich ist. Dazu beginne nun, das Licht von Smarana einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen, sodass dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Erlaube dir, dich diesen Energien hinzugeben und dich vollkommen zu entspannen. Denn je tiefer du entspannt bist, umso leichter können die Energien zu dir strömen. Und wenn es dir möglich ist, dann halte diese Energie. Denn nun werden wir gleich die Botschaft bekommen. Wir sind eine Gruppe der Plejada. Wir wurden auserwählt, heute zu dir zu sprechen. Und dies tun wir voller Freude, denn wir wissen, dass unsere Botschaften sehr wichtig für euch sind. Etwas Großartiges geschieht gerade. Etwas verschiebt sich in den Energien und es sind die Zeitlinien, die sich überschneiden und aus dieser Überschneidung und es besteht die Möglichkeit, dass sich eine neue Zeitlinie bildet. Letztendlich kommt es auf das große Kollektiv der Menschen an, wie diese Zeitlinie aussehen wird. Auf jeden Fall sind die Energien, die im Moment auf die Erde strömen, dabei, das Bewusstsein der Menschen auf positive Weise zu beeinflussen oder zu unterstützen. Und so raten wir euch, offen zu bleiben,
auf alles gefasst zu sein, um mit den Veränderungen eine harmonische Beziehung eingehen zu können. Denn die Menschen werden in vielerlei Hinsicht von diesen Energien profitieren. Es besteht die Möglichkeit, dass die Klarheit der Menschen und das Verständnis für die größeren Dinge verstärkt werden. Das, was jetzt gerade geschieht, wird auch die Intuition der Menschheit stärken und ein größeres Maß an Synchronizität wird in das Leben der Menschen hineintreten. Der Schleier zwischen der physischen und der spirituellen Welt wird dünner und dünner und macht es auch uns leichter, mit euch zu kommunizieren. So werden immer mehr Menschen in Kontakt mit uns kommen und unsere Botschaften hören. Euer physischer Körper wird sich verändern. Ihr werdet leichter und energiegeladener werden. Bei einigen Menschen hat dies bereits begonnen und sie spüren die Veränderungen sehr stark. Einige Menschen werden spüren, dass ihr physischer Körper weniger dicht ist und sie nicht mehr so viel Schlaf brauchen werden. Andere Menschen wiederum erleben eine Zunahme ihrer intuitiven Fähigkeiten und haben bestimmte Vorahnungen für die Dinge, die geschehen werden, sowie auch die Möglichkeit besteht, dass einige Menschen eine viel stärkere Verbindung zu dem Göttlichen, zu der göttlichen Energie bekommen werden. All dies zusammen und vielleicht noch einiges mehr, denn es ist ein individueller Wandel, der jeden Menschen betrifft. Und all dies zusammen formt eine neue Zeitlinie. Und diese Zeitlinie ist ausschlaggebend, wie es im Moment weitergeht. Wir, die Plejada, wir beobachten das Ganze voller Freude und mit großer Aufmerksamkeit. Wir halten die Energien und wenn es uns möglich ist, mit einigen von euch zu sprechen, dann tun wir dies voller Freude. Denn wir wissen, dass diese Veränderungen und das Wichtige, was gerade geschieht, oft Fragen aufwirft. Und so möchten wir dir heute sagen, vertraue in erster Linie deinem Herzensgefühl und deiner Intuition. Denn dies ist dein ganz persönliches Empfinden und wenn du dich mit diesem Empfinden wohlfühlst, dann ist dies deine eigene Wahrheit. Und durch diese große Energieveränderung, durch diese Anhebung der Erdenergie, die bereits geschieht und die jetzt auch in den Menschen immer mehr geschieht und besonders in den Menschen, welche noch nicht erwacht sind, oder noch am Beginn
des Erwachens sich befinden. Und all die Fragen, welche da entstehen können, kannst du mit deinem Herzensgefühl überprüfen, wenn du eine Antwort findest. Und wenn du dich gut mit dieser Antwort fühlst, dann ist dies deine persönliche Wahrheit. Und diese persönliche Wahrheit, sie kommt aus deinem Herzen. Sie ist das, was dich ausmacht. Und all das hängt mit der neuen Zeitlinie zusammen. Denn es wird eine neue Wahrheit in den Menschen entstehen. Und diese neue Wahrheit wendet sich dem Göttlichen zu, der göttlichen Ordnung und dem Weg in die Freiheit. Ihr seid jetzt, liebe Menschen, auf diesem Weg. Wir möchten euch bitten, lasst euch nicht aufhalten. Geht diesen Weg weiter. Es ist der Weg des Lichtes. Und auf diesem Weg bekommt ihr von uns und von allen lichten Wesen des Universums die größte Unterstützung. Denn auch wir und alle Wesen des Universums, alle lichten Wesen sind bemüht und erfreut darüber, dass es eine Veränderung gibt. Eine Veränderung hin zum Göttlichen, eine Veränderung hin zu einer neuen, besseren Zeit. Wir sehen, dass du durch diese Zeit hindurchgehen wirst. Und wir sehen auch, dass du es schaffen wirst. Und aus diesem Grunde sind wir dabei und halten die Energien. Sei dir ganz sicher, dass du niemals alleine bist und dass das, was gerade geschieht, etwas ganz Besonderes ist. Genauso wie du selbst etwas ganz Besonderes bist in einer ganz besonderen Zeit. Und so betrachten wir dich voller Freude, denn wir wissen, dass alles eine Ordnung hat und dass du bereit bist, diese Ordnung zu stützen. Egal wie groß das Chaos im Moment sein mag, wir sind da und wir helfen dir, gut durch diese Zeit hindurch zu kommen. Und so verabschieden wir uns jetzt von dir voller Liebe und freuen uns, dass du das Licht so hell leuchten lässt. Ich denke, ihr seid wieder da. Und ja, es war eine tolle Botschaft. Ich freue mich sehr, dass die jetzt auf die Erde gekommen ist und uns unterstützen wird, leichter durch die aktuelle Zeit hindurchzugehen. Denn es ist schon, ich weiß, es ist schon nicht so einfach. Aber so viele schöne Lichtmenschen, wie ihr seid, so viele großartige Lichter. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir das auch. In diesem Sinne sende ich euch einen Herzensgruß und wenn dir die Botschaft gefallen hat und du gerne mehr davon möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal und klicke hier auf diese Kugel drauf und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!